Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich diesen Dingen sehr gut anschließen. Als bayerischer Wirtschafts- und Energieminister bin ich schockiert über die Realitätsverweigerung aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Hier geht derzeit eindeutig grüne Parteiideologie vor wirtschaftlicher und energiepolitischer Realität. Entlarvt hat sich Herr Habeck unter anderem mit der Aussage, dass es hier auch um die politische Identität von Parteien ginge. Damit hat er natürlich die Grünen gemeint. Und Sie nehmen wohl lieber in Kauf, dass Wirtschaftsbranchen vom Netz genommen werden, als dass die Grünen in der Atomfrage ihr Gesicht verlieren. Hier geht es aber nicht um die Politik auf einem grünen Parteitag, sondern hier geht es um eines der erfolgreichsten Wirtschaftsländer dieser Welt. Und wir können den Unternehmen in Deutschland nicht Schulterzucken sagen, na ja, wenn die Versorgungslücken kommen, dann werden eben so viele Betriebe vom Netz genommen, bis der Strom wieder reicht, während man gleichzeitig auf große Erzeugungseinheiten verzichtet. Wie gesagt, wenn die Not so groß wäre und man alles täte, um Energie bereitzustellen, und es geht nicht anders, dann kann man mit Rationierung beginnen. Aber man kann nicht Mangelwirtschaft einleiten und die Erzeugungskapazitäten parallel stilllegen, weil man jetzt wohl endlich dort ist, wo man immer schon hin wollte, Deutschland zu deindustrialisieren, CO2-Ausstoß dadurch zu minimieren, zumindest in Deutschland, indem wir Betriebe vertreiben. Das wird das Ergebnis sein. Und am Ende hat man vielleicht eine Bilanz, ja, die Anteile der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch steigen, weil die Betriebe weg sind. Das kann keine Politik sein. Und mich erschüttert auch, wie deutlich die vier Stromnetzbetreiber gestern dargelegt haben, dass man dringend diese drei Atomkraftwerke bräuchte, um Versorgungslücken möglichst gering zu halten. Versorgungslücken wurden ja in verschiedenen Szenarien vorgerechnet, bis zu 91 Stunden in gewissen Szenarien. Das sind mehrere Tage, wo der Strom in Deutschland nicht mehr reicht, wenn man das heute schon so sieht. Und trotzdem sagt man, na ja, die Atomkraftwerke nehmen wir bestenfalls in die Netzreserve, bezahlen das Personal aber dafür, dass sie dort sitzen und zuschauen, wie an anderer Stelle mit Gaskraftwerken Strom erzeugt wird und das letzte Gas noch verbraucht wird. Ihr dürft eure Maschine aber nicht einschalten, sondern müsst dort nur auf Standby warten, bis wir euch pfeifen. Diese Betriebe verdienen dann nicht Geld am Markt, tragen nicht dazu bei, den Strompreis bezahlbar zu halten, sondern schauen zu, wie andere untergehen und SOS rufen. Also das ist keine Politik für ein Industrieland. Das ist politische Reise nach Jerusalem, wo man weniger Stühle hat als Leute, die drauf sitzen wollen. Und wenn sich alle hinsetzen wollen, kann sich einer nicht setzen. Und es wird den Unternehmern förmlich der Stuhl hinter dem Hintern weggezogen, nach dem Motto, na ja, wenn der Strom nicht für alle reicht, müssen eben einige auf Strom verzichten in dieser Zeit. Und genauso fatal ist die Fehleinschätzung für nächstes Jahr, dass man ja maximal bis März, April 2023 dann diesen Standby-Betrieb fahren wird. Und dann ist auf alle Fälle Schluss, weil dann habe man die Probleme im Griff. Dann würde so viel Gas aus Amerika kommen, dass alles passt. Dann würde das Gas wieder reichen. Dann würden die Stromleitungen Nord-Süd so weit optimiert sein, dass man eben in den bestehenden Leitungen mehr Strom durchbringt. Dann wird man auch die Kohleprobleme gelöst haben, die man derzeit hat. Ich erinnere, im Frühjahr diesen Jahres, unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs, habe ich an der Stelle gefordert, 6 bis 12 Monate Kohlevorräte vors Kraftwerk zu legen, um für alle Fälle wenigstens die Kohlekraftwerke sicher am Netz zu haben. Und was haben wir heute? Niedrigwasser am Rhein, mit der Folge, dass die Kohlekraft nicht wie geplant produzieren kann, und dann wird wieder Gas verballert, anstatt in die Speicher einzuleiten. Hier fehlt es also wirklich an der Vorausschau, alle Eventualitäten vom Worst Case her zu sehen, und man träumt so in den Tag hinein nach dem Motto, wird schon irgendwo gut gehen, der liebe Gott wird uns schon helfen. Das ist zu wenig an dieser Stelle, und wir sehen jetzt schon die massiven Auswirkungen in der Wirtschaft. Mich
rufen Bäckereien an und so weiter, die sagen, wenn diese Energiepreise nicht kurzfristig abgepuffert werden, dann muss ich aufhören. Und das ist der nächste große Vorwurf an diese Bundesregierung, dass sie sich wohl auch zu Recht um die sozial Schwächeren bemüht, dass die Rentner, die Studenten, die Wohngeldempfänger und so weiter ja ihre Energie haben, ihre Energie bezahlen können, dann ein paar hundert Euro irgendwo überwiesen bekommen. Dass man auch sagt, die großen energieintensiven Betriebe, die im internationalen Wettbewerb stehen, denen wird ein Teil der Mehrkosten abgenommen. Aber die große Breite dazwischen, der Normalbürger mit Normalverdienst, der Handwerker, der Mittelständler, der Unternehmer, der findet in dieser Energie- und Wirtschaftswelt der Grünen offenbar nicht statt. Oder man meint, der ist so kapitalstark, dass er bis in alle Ewigkeit all das schultern kann, was man umverteilt. Was man aber nicht umverteilen müsste, wenn man der Realität ins Auge blickt. Und das heißt eben in dieser Energiekrisensituation, dass man alles tun muss, um mit den bestehenden Kernkraftwerken auch diese Energiemengen abzurufen. Das Kernkraftwerk ISA 2, ich wiederhole die Zahlen, 15% der bayerischen Stromversorgung, Gundremmingen vor wenigen Monaten vom Netz genommen, wären weitere 10%, wird momentan zersägt, zerlegt, dummerweise, anstatt mindestens in der Reserve zu halten. Man müsste jetzt endlich die Klarheit für die Betreiber schaffen und sagen, jawohl, bitte produziert weiter. Herr Ministerpräsident und ich waren bei ISA 2, haben uns die Dinge angeschaut. Und natürlich sagen die jeder Tag, wo ihr uns sagen könnt, ob es bei uns weitergeht, ist für uns wichtig, wegen dem Personal, wegen möglicher Wartungsarbeiten und so weiter. Und jetzt sagt man denen, wartet mal ab bis Weihnachten, bis Dezember. Vielleicht fällt uns zwischen Weihnachten und Neujahr ein, dass ihr am 1. Januar doch weiterlaufen sollt. Das müssen die heute, das müssen die seit Monaten wissen. Und seit März diesen Jahres fordern wir den Stresstest. Und das halte ich der bayerischen Politik an der Stelle zugute. Hätten wir nicht seit März massivst diese Stresstests gefordert, dann wäre diese Debatte überhaupt nicht in Gang gekommen. Dann hätte überhaupt kein Hahn danach gekräht, ob man auch ab 1. Januar noch darüber nachdenken darf, die Kernkraftwerke überhaupt am Netz zu halten. Also wir haben mindestens diese Debatte erzwungen. Aber das Ergebnis ist ernüchternd, wenn der Stresstest klar das Ergebnis liefert, jawohl, wir bräuchten die. Und der Bundeswirtschaftsminister interpretiert das wortwörtlich, wie Sie gehört haben, die Netze sind stabil. Mein Vergleich ist hier, der Patient wird untersucht und es wird eine sofortige Notoperation angefordert, weil er schwer krank ist. Und dann steht der Arzt daneben, der nächste Arzt, und sagt, wie Sie gehört haben, wir machen einen Wadenwickel und hoffen, das wird schon wieder werden. Das ist die Politik eines Herrn Habeck. Vielleicht nicht aus eigenem Antrieb, sondern ja mit der grünen Ideologie im Nacken. Und ich sage das auch an der Stelle, man hat ihm den körperlichen Schmerz richtig angesehen bei dieser Pressekonferenz. Er würde vielleicht anders reden, wenn er nicht grüne Ideologen hinter sich hätte, die ihn hier in die Enge treiben. Aber das ist jetzt wirklich der Punkt, wo wir uns klar auch outen müssen und sagen, Parteiideologie hat hinter Wirtschaftsinteressen zurückzutreten. Die Fachleute, die Netzbetreiber wollen diesen Weiterbetrieb, sagen ganz klar, sonst haben wir Versorgungsengpässe.